Leute, ich muss jetzt so viel machen, bevor ich jetzt diesen Part jetzt aufnehmen konnte. Ich habe den Part schon zweimal aufgenommen. Wie das alles funktioniert hat, möchte ich euch gar nicht erzählen, was alles schiefgegangen ist. Ich konnte ihn nicht wiederherstellen in dem Part. Ich habe es zehnmal versucht, ey. Zehnmal ist mein Computer immer dabei abgestimmt. Ich habe Antiviren mir runtergeladen, ich habe kein Virus drauf und ach, ich habe auch keine Ahnung, was mit meinem Computer los ist. Jedenfalls habe ich mir jetzt ein neues Camtasia geholt und jetzt müsste es funktionieren. Ja, Mann, okay. Ja, wie gesagt, das Spiel spiele ich eigentlich so fast, naja, halbblind, sag ich mal. Ich weiß, wie die schweren Sachen zu lösen sind und so, und ich weiß auch im Grunde, was ich eigentlich zu später bekomme und alles. Und ja, wir werden jetzt unsichtbar, da verrückt der Opa da. Hat uns verrückt, nicht verrückt gemacht, sondern unsichtbar. Tschüss, Mann. So, und ja. Wenn wir unsichtbar sind, können wir an diesen Augen vorbeischleichen. Da müssen wir auch oben gleich da lang schleichen, um den Schlüssel zu kriegen. Ja. Noch ein einfaches Rätsel. Aber es wird mit der Zeit schwerer. So. Okay. Also gewöhne dich an das Tempo, in dem ich jetzt die Levels beende. Weil ich werde wohl doch immer ein bisschen Zeit brauchen. Schau mal! So, cool. Jetzt hier hoch mit wahres Ding Arsch. Bäm! Tschüss, Auge. Eigentlich haben wir den Schlüssel, also müssen wir uns gar nicht so gewagt umgucken. Kann das etwas sein? Nein. Kann das etwas sein, dass es zu unserem anderen Teil passt? Dass wir vorhin Nein, das ist doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wow. Passt vollkommen gut zusammen. Vollkommen gut. Ach, was soll's. Kunstkritiker werden jetzt auf YouTube sagen. Ich habe das aber überhaupt nicht gut zusammengepasst. Versteht ihr? Ah. Gut. Also, safe complete. Cool. Es ist wieder dunkel. Und jetzt kommen wir in ein Level, das man. Wo wir zwei Schatztruhen finden müssen, ja. Einmal tagsüber und einmal nachtsüber. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier solche Pforten. Ja, nachtsüber ist diese Pforte hier links geöffnet und rechts ist diese Pforte geschlossen. Oh, ich hasse diese Gegner. Guckt euch das an. Man stirbt nicht, aber die Gegner halten dann immer so auf. Und das ist vor allem bei einem Let's Play scheiße. So, komm. Fiese Gegner, also echt. Die sehen vielleicht alle manchmal ziemlich putzig aus, aber es sind alles solche Arschlöcher. Alle mitsamt. So, jetzt kann er uns aber verwandeln. Hey, komm. Aber bevor wir abhauen, tschüss, Mann. So. Bams. 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 Ja, um abzunehmen, müssen wir kleinere Gegner zerstampfen, wie im echten Leben auch, und dann ein bisschen rumhüpfen. Ja. Cool. So, weiter geht's, Mann. Können wir das schon kaputt machen? Nein. Das können wir kaputt machen, wenn wir uns so einen Fake neu verwandeln lassen würden. Hier, die werden das tun, aber lassen wir das mal. So, die schnetzeln uns in zwei Hälften. Hier muss ich mich schnetzeln lassen, weil ich sonst nicht rüberkommen würde. Ich kann nicht von der Leiter abspringen. Also, alles cool, Mann. Wir müssen von den Fähigkeiten der Gegner profitieren. Hier werden wir nicht davon profitieren, also ciao, Mann. Da, dum, 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 da. Ich mache Musik ein bisschen lauter, damit man auch ganz sicher alles hört. Und ja, Mann, die erste rote Trühe. Trühe. Die erste rote Truhe, die wir finden. Dum, 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 biau. Tschabba. Ein. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. Es sieht aus wie eine halbe Kartenhälfte, aber naja, das sehen wir dann später. Okay. Okay, jetzt nochmal Taxi über die Stage machen. Oh Gott, wieso bin ich gebuckt gesprungen? Ja, okay. Ja, tagsüber ist auch scheiße, weil da jetzt diese Hände kommen und uns runterziehen. Oh Gott. Ja, okay. Da habe ich eben schon so lange gebraucht, weil ich mir nie Zeit dafür gelassen habe. Zack, zack, zack. Schau mal. So. Rein hier. Seht ihr, jetzt ist rechts das Sonnentor geöffnet. Okay. Ah, Mann. Scheiß Gegner. Schau mal. So. Hier müssen wir uns nach oben kämpfen. Au. Um dann uns einen Schlüssel zu holen.
Hier, da müssen wir gebückt reinspringen und schon haben wir ihn. Schau mal, so, cool. Und weiter geht's. Dum 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 dum. Ah, die Musik, ey. Die ist einfach nur herrlich. Und hier seht ihr auch den Nachteil, den auch uns die Fähigkeiten verschaffen können. Hier sind lauter dünne Plattformen. Für uns würde das heißen, wir werden, wenn uns dieser Gegner trifft, ihn wieder in so einen Sprungfeder verwandeln und hier nur so hoch fliegen. Das wollen wir aber nicht. Weil das nur zeitaufwendig ist. Oh, hier alles weghauen. Oh Gott. Überlisten wir ihn. Cool, Mann. Dumme Roboter. So. Oh, den haben wir auch noch weg. Ja, Mann. Cool. So. Den lassen wir da einfach. Ciao. Habt ihr unten diesen Block gesehen? Den müssen wir später, wenn wir eine neue Fähigkeit erlangen, zerstören. Ja, wir müssen in den Stage wieder zurückkehren, um alle Schatztruhen zu finden. Jung. Ah. Wow. Das passt doch. Passt das? Nee, das passt doch wohl nicht etwa. Es passt zusammen. Nein, was für ein Wunder. Und weil wir jetzt Blätter miteinander kombiniert haben, verschwindet ein Wirbelsturm. Logisch. Jo. Nein, das war wahrscheinlich irgendein Zauberspruch oder so. Keine Ahnung. Das ist doch wiederum viel logischer, ne? Zauberei. So. Ja. Wie ihr gesehen habt, so wird das Level aussehen. Wir müssen uns ganz oft rollen. Ah, oh, diese Gegner. Wenn ich die auch schon sehe. Boah. Ich hasse die so. So, komm. Schau mal. Die werden uns sofort runterhauen. Das ist scheiße. Und hier brauchen wir später auch noch ein Item, damit wir das verwenden können. Ey. So, cool. Ich wollte abspringen. Und das habe ich auch geschafft. Boah, gut, wir haben es rüber geschafft. Aber wir müssen jetzt... Hier, das habe ich, dafür habe ich den letzten Part, den ich vorhin eigentlich aufnehmen wollte. Ah, so mäßig lang gebraucht, aber diesmal schaffe ich es ein bisschen schneller. Okay, nochmal. Wir müssen nämlich, guckt euch das an, hier durchkommen, um uns den Schlüssel zu holen. Da hatte ich eigentlich den letzten Part beendet, aber hier haben wir jetzt noch Zeit. Oh, kann ich da nicht hochrollen? Warte mal, ich will mal eben gucken, ob ich da hochrollen kann. Ja, genau, das ist auch noch so eine kleine... Fähigkeit von Mario, rennen und dann rutschen oder so. Okay, nee, kennen wir doch nicht. Da können wir auch nicht rein. Mal kurz überlegen, wo muss ich denn überhaupt lang? Dum, 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 dum. Ach, gehen wir mal nach rechts. Zack, Schiss, Mann. Da kommen wir. Ja, genau. Daran erinnere ich mich. Rutschen wir mal nach links. Mann. So. Scheiße, da müssen wir doch... Komm. Ich weiß, dass wir aber da nicht durchkommen, wenn wir... Okay, nochmal. Scheiße, da kommen wir nicht durch, oder? Ah, ich probiere es noch einmal so zu rollen. Oh, doch. Okay, schnell die Münzen holen. Denn sie verschwinden. Oh, Gott. Okay, ah, nein. Wir müssen uns hier eben durchkrabbeln. Naja, was soll's. Dum, 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 dum. Oh Gott, warte, ich glaube, ich gehe falsch lang. Denn ich muss da oben lang. Ja, ich muss da oben lang. Verdammte Scheiße. Na, ah, fuck. Ja, okay. Gehen wir mal schnell da oben lang. Ja, und ich muss auch rollen, glaube ich. Ach, probieren wir es mal. Ach, ne, was soll's. Ach, ich weiß auch nicht mehr, was ich hier mache. Komm, Mario. Darüber. Ah, oh, scheiße. Nee, da muss ich gar nicht lang. Ey, ich muss da wirklich nicht lang. Cool. Aber ich muss hier lang. Scheiße. Ah, haben wir nicht geschafft. Ah, ich räume mich eben durch. So. Ja, ein bisschen hier ein Rollrätsel ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob euch das jetzt alles so klar ist, was ich gerade machen will. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, und hier lassen wir uns einfach nur rollen. So, zack. Und schon sind wir durch. Gut, wenn wir da jetzt reingehen, erwartet uns der erste Bossgegner. Und damit auch
Unsere erste neue Fähigkeit, denke ich, glaube ich mal. Und ja, wie der Boss gegen aussieht, werdet ihr im nächsten Part erfahren. In Wario Land 3. Ich sag erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen.